Dann willkommen zu erneutem Mal Castlevania Symphony of the Night. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich mich durch dieses Spiel hier durch. Ich will jetzt nicht sagen, zwänge. Aber wir haben das schon sehr, sehr oft gespielt. Man sieht es hier, ne? Das haben wir letztes Jahr gespielt. Sieht man ja. Sieht man das hier? 9 Stunden. Hier haben wir 7 Stunden gebraucht. Waren sogar 50. Und jetzt spielen wir das nochmal. Und diesmal nehme ich den. Ja, komm. Neu, wie nennen wir uns? Wir nennen uns diesmal Lovecore. So. Zurück ins Jahr 1792, nach Transsilvanien in Rumänien. Ach ja, die gute alte Altbacken-Grafik. Guckt euch die ganzen Polygonen an hier. Ach stimmt, ich bin ja erst als Richter. Lade. Wenn ich irgendwo mal ein Kreuz oder so? Hallo. Dracula, die now and leave this world. You'll never belong here. Oh, but this world invited me. Your own kind called me forth with praise and tribute. Tribute? You're a thief. You steal men's souls, their freedom. Freedom is always sacrificed to faith, good hunter. Or are you truly here by choice? All I'm here for is you. To hell with your heresy! You're nothing but a blight on mankind. Ha! Mankind! A cesspit of hatred and lies! Fight for them, then, and die for their sins! Ich hab gelernt, wie man dasht. Bin zufrieden. Diesen Bosskampf gehasst. Komm, ich treffe noch. Oh nee. Hui. Me in bed. Okay, Entschuldigung. Wie merkt man, dass man kein richtiger Castlevania-Fan ist? Richtig, man sackt in diesen Kampf. Sehr gut.
ich sag halt einfach in Castlevania. Zumindest in den original Castlevania-Teilen sag ich sehr hart. So. Graf Dracula war mit Hilfe des dunklen Priesters Schaft wieder auferstanden. Oh mein. Richter Belmont stood against him and at last brought him down. However, 4 years later, on a glaring full moon night, Richter mysteriously vanished. Maria Renard set out to find him, but knew not where to begin. It was then that fate intervened. Castlevania, the castle of Dracula, rumored to appear once every century, suddenly materialized from the mist, as if to show her the way. Meanwhile, powerful forces struggled for the soul of a man named Alucard. He who had once fought alongside Trevor Belmont against his own immortal father, Count Dracula himself. To purge the world of his own cursed bloodline, Alucard had submerged his vampiric powers and fallen into what was meant to be eternal slumber. But now, he awakens to the cackles of evil and cries of the innocent. Of good and evil has come full circle once more. Dracula's castle beckons for you. And no man can say who will emerge victorious. Castlevania! Das Schloss sieht irgendwie so richtig scheiße ausgeschnitten aus. Sieht so eine Mischung aus. So realistisches und Pixelart. Aber der Mond ist realistisch, immerhin. Wie? Weicht man das mal aus? Ah, so weicht man das mal aus. Das gefällt den Solarius zum Beispiel am meisten, dass man hier erstmal Wölfe tötet. Das gefällt den ja und das gefällt den Jungen am meisten hier. Aua! Level Plus! Ach, wir haben 69 Leben. Kann man den schon verwandeln? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ja, ist gut, Alter. Guten alten Wölfe. Ja, auf den Tod. Alucard, what is your business here? I've come to put an end to this. Ever the insolent boy. But there will be no games here. If you will not behave, be gone. I will do neither. Step aside, old man. Such arrogance. Very well. But I shall see you very soon. What? Arschloch. Hab mein Zeug geklaut. Kann man so gemein sein? Fast so schlimm wie, keine Ahnung, Eltern. Stell dir mal vor, er geht in Draculas Schloss und tut erstmal gegen ein Skelett boxen. Feiert irgendwie den Gedanken. Feiert sehr den Gedanken.
geht in irgendeinen Dungeon und boxt erstmal so ein Skelett weg. Hat nicht so viel Milch getrunken. Oh, roter Rost. Ist schon mal schwächer. Nice. Sehr gut. Meine Lieblingsbeschäftigung. Speichern. So, wir werden nicht durch das Spiel rushen. Wir werden uns natürlich wieder, so wie immer, alles ansehen. Dadurch, dass es halt ein random Let's Play ist, wir können jetzt, keine Ahnung, 2-3 Stunden spielen oder so. Und dann sind wir erstmal good to go. Zero-Würfel halten. Was hat der da nochmal gemacht? Objekt werden materialisiert. Ah. Stimmt, man kann ja auch 2 Waffen haben, ne? Fällt mir eigentlich gerade so ein, das Schild habe ich noch nie benutzt. Ich weiß nicht mal, warum das überhaupt existiert. Aua. Wahrscheinlich dafür. Ups. Mal drauf drücken. Fellharnig. Nice, da haben wir jetzt was schon mal zum Ausrüsten. Kriegt man weniger Schaden. Level Plus. Fun Fact, da können wir auch einfach rüberspringen. Ein Lederschild. Geld. Ein Penny. Nice. Herzchen. Zack. Wäre auch schlimm, wenn ich mich hier noch nie auskennen würde. Geld. Also es geht mit den Auskennen zumindest. Ich war hier unten da. Ja. Hier unten war der Keimraum. Ich sage, es geht mit den Auskennen. Max Leben. Nice. Schon mal mehr Leben. Upsala. Haben wir auch den ersten Special. Wie gesagt, wir warten eh, bis wir die Zeit to go. Die Moon Donner. Kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir das jemals gebraucht haben. Früh. Wow. Kommt doch zu, Alucard. Dankeschön. Wo haben wir den eigentlich gebraucht? Drüben? Oder war das einfach, um besser hierher zu kommen? Ah, hier drüben, I guess. Wusste ich gar nicht. Ist hier drüben irgendwas Interessantes, dass wir hier hin können? Also Stufen. Ich glaube, der normale Weg ist halt die andere Richtung. Wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Okay. Hier geht's nach oben. Ich glaube, auf der anderen... Nee, hier ist ein Geheimgang. Ein Stoff-Cape. Nice. Schon mal ein neues Cape. Kein Cape. Können wir den nochmal töten hier? Ein Schlag noch. Wenn man treffen würde. Ja. Irgendwo war hier noch was zum Speichern. Ja, komm mal her. Aua.
Wichser. Ah, hier ist das zum Speichern. Das ist die Sache. Irgendwo hier ist noch was zum Speichern. Ich schwöre zu Gott, ich spiele dieses Spiel eindeutig zu oft. Aber ich spiele irgendwie jedes Metroidvania zu oft. Ich bin auch im Überlegen, Record of Lotus War nochmal zu spielen. Weil, warum nicht? Weil eigentlich, es ist halt ein gutes Metroidvania, ne? Das ist halt das Problem. Ich wünschte, es wäre kein gutes Metroidvania. Okay, hier ist noch die... Da brauche ich erst... den Ring? Und den Ring brauche ich dafür. Der kann man ruhig mitnehmen. So, Boss-Time. Oh. Ja, kommt her. Aua. Aua. Was ist das denn jetzt denn hier? Aua. Aua, bin ich reingesprungen. Okay. Max Leben! Was hat immer der Max damit zu tun? Grüße an alle Maxe da draußen. Schön viel Geld sammeln. Oh, ein neues Schwert. Was ist deins was? Das brauchst du mir nicht verheimlichen. Sieht's aus, als wäre da drüben ein Geheimgang. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ja, Leute, wir haben jetzt drei Gänge. Geil. Gehen wir erstmal hier oben lang. Das Problem ist, Aluk hat halt drei Richtungen, denen er zuschlagen kann. Noch die Diamanten, ja, why not. Aber wir werden stärker. Aua. Aua. Ja, oh, denke ich mir auch. Jetzt habe ich Salz gekriegt. Nice. Hier ist eine Übergangstür. Okay. Das meine ich mit der drei Richtungen, die man zuschlagen kann. Und das ist belastend. Oh, nee. Gift. Nice. Geil. Nur Gift macht nicht das, was man denkt, das Gift macht. Aua. Hier, das Salz. Upsala. Gift macht uns einfach nur schwächer. Man kann sich auch so tolle Videos freischalten, die hier... zeigen, wie man am besten gegen Bosse kämpfen soll. Ich überlege mal, welches Spiel das schon mal hatte. Das hatte, glaube ich, genau, Super Mario hatte das. Wir gehen mal hier rein. Was ist denn hier? Ein Speicherpunkt. Oh, wunderbar. Super Mario Bros. Hatte das. New Super Mario Bros. Für die Wii. Und das, da konnte man sich für die Sternmünzen so Methoden freischalten, wie man das die Level Speedruns. Das war... Einige davon waren sehr cracked. Einige Methoden. Daran erinnere ich mich zum Beispiel noch.